heute also mal statt der Opening Bell zur Eröffnung der Wall Street die Lunch Bell zur Mittagszeit. Um 14 Uhr fällt die Entscheidung der amerikanischen Notenbank. Die muss einen ziemlichen Spagat machen. Einerseits wird man signalisieren müssen, dass die Wirtschaft an Dynamik gewinnt und andererseits muss gleichzeitig das Signal gesetzt werden, dass man trotzdem auf alle Ewigkeit die Zinsen am Boden halten wird. Interessanter Spagat. Die meisten gehen mittlerweile davon aus, dass die Notenbank die Details zur Umsetzung, zur praktischen Umsetzung der durchschnittlichen Inflationsziele noch nicht bekommen wird, also dass man keine größeren Maßnahmen ergreifen wird. Die Wirtschaft schreit nicht danach, die Unternehmen auch nicht. Das wird wahrscheinlich erst bei der nächsten Tagung im November passieren. Ich bin gespannt, wie der Aktienmarkt auf die Notenbanktagung reagiert, denn bei den letzten Notenbankentscheidungen ging es oft nach der Entscheidung erstmal bergab. Abgesehen von der Notenbank möchte ich mich auf die Umfrage der Bank of America fokussieren. Jeden Monat befragt die Bank of America viele, viele Fondsmanager weltweit zur Stimmung. Was glaubt ihr, wie es an der Börse weitergeht? Und 58% dieser Fondsmanager sprechen nun von einem neuen Bullenmarkt, sind also der Meinung, dass wir den Bärenmarkt verlassen haben. Die Quote lag im Mai noch bei 25%, hat sich also merklich erholt. Interessant ist auch, dass mittlerweile 49% davon ausgehen, dass wir uns in der Frühphase eines Wirtschaftsaufschwungs befinden. 49%, das ist viel. Und 84% glauben, dass die Weltwirtschaft in den nächsten 12 Monaten weiter an Dynamik gewinnen wird. Es ist also kaum erstaunlich, dass wir in den letzten Handelstagen, heute übrigens auch, wieder eine Rotation sehen in die zurückgebliebenen Sektoren, die zyklischen Bereiche, die Value-Bereiche, die von einer Ausweitung der Konjunkturerholung profitieren. Und wir sehen, dass zum Beispiel auch die Nebenwerte, die Small Caps, der Russell 2000, die laufen besser als die Big Caps. Wenn man jetzt mal vom Dow Jones absieht, der natürlich viele Value-Player hat und dementsprechend heute auch auf der Gewinnerseite ist. Wann werden denn jetzt nun die Zinsen anfangen zu steigen? Die Zinsen ist eigentlich der falsche Begriff. Man muss sagen, wann fangen die Renditen an zu steigen der Staatsanleihen? Und auch hier hat die Umfrage einige ganz interessante Ergebnisse. 41% gehen davon aus, dass die Zulassung eines Covid-19-Impfstoffes der erste, quasi so die Initialzündung für höhere Renditen liefern wird. Der zweite Faktor, eine insgesamt anziehende Inflation. Man muss aber nicht alarmiert sein, denn die Fondsmanager gehen davon aus, dass wir mal zumindest bis Jahresende eine sehr, sehr enge Handelsspanne bei den Renditen der Staatsanleihen sehen werden. Im 10-jährigen Bereich eine Schwankung von 50 bis etwa 100 Basispunkte. Und damit kommen wir mal zum Aktienmarkt selbst. Wir hatten ja sehr gute Ergebnisse, insbesondere von FedEx. Und hier sieht man mal ganz klar, dass das eine Krise des anderen Party ist. Denn FedEx profitiert unglaublich stark davon, dass die Cargo-Kapazitäten bei den Fluggesellschaften natürlich auch am Boden liegen. Die Airlines sind am Boden, es gibt weniger Wettbewerb und FedEx kann dementsprechend richtig Gas geben. Das dortige Management geht jetzt davon aus, dass wir in den Vereinigten Staaten, rein in den Vereinigten Staaten, täglich 100 Millionen Paketlieferungen sehen werden ab dem Jahr 2023. Well, das ist noch eine Ecke hin, aber die Prognosen lagen bisher, 100 Millionen Pakete pro Tag ab 2026. Das Ganze ist also 3 Jahre nach vorne gezogen worden. Sieht man natürlich auch in den Zahlen. Der Umsatz, der Gewinn, die Margen, alles besser als erwartet und die Aussichten besser. Und die Aktie kann auch die Gewinne im Handelsverlauf halten. Im Gegensatz zu Adobe. Und auch hier muss man sagen, die Zahlen waren super. Umsatz, Gewinn besser, Aussichten gut. Aber die Aktie hat die Kursgewinne wieder abgegeben. Das ist nicht das erste Mal, dass wir das bei den Tech-Werten sehen. Microsoft im Übrigen, trotz der Dividendenanhebung, hat auch die Gewinne abgegeben. Apple, da war der Product Day, aber wo war jetzt die große Überraschung, der Surprise-Effekt beim Product Day? Es ging um die Apple Watch, die 6. Generation. Great, keine Frage, die iPads auch schön, aber zu guter Letzt, so ein bisschen der Überraschungseffekt hat gefehlt. Man hatte ja schon seit Tagen darüber berichtet, dass es genau darum gehen würde und dementsprechend also eher ein Gähnen bei der Aktie als jetzt ein großer Pop nach oben.
Ganz wichtig auch der Bankensektor. Ich habe in den letzten Tagen oft darüber gesprochen. Die Banken ziehen heute ebenfalls an. Im Schlepptau des gesamten Value-Bereiches, der anzieht, obgleich ich sagen muss, dass diese Analystentagung von Barclays wirklich eine Enttäuschung war, denn die Banken signalisieren auf breiter Front, dass zwar das Ausmaß der Kreditrückstellung, die Dynamik erheblich nachlassen wird, okay, aber die Nettozinseinnahmen werden weitaus geringer ausfallen als erwartet. Bei JP Morgan in diesem Jahr 1 Milliarde Dollar weniger. Die Bank of America mahnt, im jetzt laufenden Quartal werden die Nettozinseinnahmen 600 bis 700 Millionen Dollar unter dem Niveau des zweiten Quartals liegen. JP Morgan beschwert sich auch, dass die Menschen, die zu Hause sitzen, die Homeoffice machen, die Produktivität hat nachgelassen, insbesondere bei den jungen Arbeitnehmern. Der Montag und der Freitag dient jetzt meistens als verlängertes Wochenende. Und mit 3 Arbeitstagen die Produktivität hochzuhalten für eine solche Bank, das ist natürlich schwierig. Erstaunlich, dass es trotzdem heute hier bergauf geht. Ich habe meine Position heute ein bisschen im Bankensektor reduziert. Jetzt will ich kurz noch den Transportbereich ansprechen, die Airlines, die Fluggesellschaften. Hier geht es bergauf. Southwest Airlines gibt also bekannt, dass die Kapazitäten gesenkt werden. Warum profitiert man davon? Nein, wenn man die Kapazitäten insgesamt senkt, wird natürlich auch die Kostenbasis reduziert und außerdem signalisiert man, dass die Umsatzrückgänge zwar natürlich immer noch gewaltig sind, aber sie fallen etwas niedriger aus, als man noch vor einigen Wochen erwartet hatte. Also dieses leichte, dieser leichte Sonnenaufgang, es könnte Licht am Ende des Tunnels sein, wollen wir mal hoffen, dass es nicht der Zug ist, der einem entgegenkommt, aber die Aktien können davon profitieren mit Delta und Southwest im Plus. Und ich muss gleich dazu sagen, dass ich diese Werte auch bei mir im Portfolio halte. Damit bin ich eigentlich schon durch. Ich bin jetzt gespannt, weil ab 21. September historisch betrachtet ging es seit 1983 meistens bergab an der Börse. Bin gespannt, ob wir das dieses Mal auch sehen werden. Der Markt ist sehr uneinheitlich heute. Die Volatilität sinkt. Das ist erstmal ein ganz gutes Zeichen. Und warten wir mal ab, wie die Börse jetzt auf die Tagung der amerikanischen Notenbank entscheiden wird. Morgen am Donnerstag habe ich den ganzen Tag Dreharbeiten. Also stellt euch drauf ein, ich werde die Opening Bell wahrscheinlich entweder sehr früh machen oder ich werde sie etwas nachliefern müssen. Also dann wird es vielleicht wieder die Evening Bell oder die Lunch Bell sein sozusagen. Aber ich bleibe am Ball und werde auf jeden Fall versuchen, für euch zu berichten. In dem Sinne wünsche ich einen schönen Abend und bis morgen. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung. Buh! Darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende, das ist dieser Mann hier, nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.